Willkommen zurück zu Part Nummer 7 von State of Decay 2. Ich habe wieder ein wenig geschummelt, das gebe ich zu, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich überfordert war. Mir sind Medikamente ausgegangen, mir ist die Nahrung ausgegangen, die Moral war im Arsch, wenn ich das so sagen darf. Also habe ich hier mit Matt das ein bisschen in Ordnung gebracht. So. Jetzt machen wir einfach weiter, so gut es geht. Waffen für... Wo sind die Missionen? Habe ich die jetzt abgebrochen oder was? Hey folks, we sure would appreciate some help over here. Ich glaube, wir holen noch ein bisschen Ausrüstung. Ich habe leider nicht genug Medikamente. Deshalb würde ich hier gerne nochmal eine Tour Medikamente holen, bevor ich hier die nächste Mission anpacke. Ah ja, und diesmal habe ich eine Partnerin mit. Ihr könnt zu den Leuten hingehen und sie fragen, ob sie euch begleiten möchten. Habe ich auch nicht gewusst. Not today, honey. Was habe ich? Eine P07, was ist das? Eine M17. Was braucht die? 9mm? Und ich habe... Oh, ich habe genügend 9mm. Kugeln da. So. Ich habe auch leider eine Nebenmission versäumt zu machen, weil Matt angeschlagen war. Und zwar hat er gemeint, dass seine Tante vielleicht überlebt hat. Die wollte ich eigentlich suchen, aber irgendwie ist die Mission verschwunden. Calling all neighbors. We open for business over here. Things are looking up. Und schon wieder Medikamente einmal weniger. Oh yeah. I like that. Thank you.
und voll billig. Nehmen wir das ins Lager. Oh. Okay, Matt ist aber auch ganz schön müde. So. Zum Glück sind die Schließfächer miteinander verbunden, weil das wäre extrem anstrengend, das jedes Mal hin und her schleppen zu müssen. Wie gut ist denn die? Sind ja ziemlich gleich. Ist das vielleicht dieselbe? Nein, es ist nicht dieselbe. Aber ja, egal. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich da weggegeben? Achso, ich habe das genommen. Nein, das war... When we work together, we make everyone's life better. Abgeben. 9 mm nehmen wir mit. Das brauchen wir. Passt. Komm her. Hey, this will make a great outpost. Ich fühle mich ein wenig eingeschränkt, da die Lebensmittelversorgung und die Medizinversorgung nicht gewährleistet ist. Wage ich es nicht, mich weiter hinaus zu begeben, weil ihr seht, in welchem Radius ich mich ständig befinde, hier ungefähr. Und kaum bin ich ein bisschen weiter raus, kriege ich eine Meldung von der Base, dass es an Vorräten mangelt. Ah, okay. Immerhin etwas gefunden. Haben wir hier noch was? Hier ist leer. So. Ein guter Zeitpunkt für die Ablöse. Matt ist müde, also werden wir Matt ausruhen lassen und seine Schwester, die Lauren, übernehmen. Ist zurzeit auch mein stärkster Charakter hier. Okay, da kommt eine Horde, oder? Ah, das sind ja... Ja, ist eine Horde. Got a whole mess of zombies up there. Komm her. Na, das ging aber flott. Komm mit. Die letzten
paar Meter sprinten wir. I'm so damn tired. Ja, ja. Du ruhst dich gleich aus. Du bist gleich zu Hause, Junge. It looks like the cupboard's gonna be empty soon. Yo, got a bunch of supplies for us here. Okay, Matt. Stay safe out there. Mm-hmm. Lauren is gut ausgerüstet. Wie weit ist das? Ach du Scheiße. Das ist ja ganz schön weit weg. Aber um das jetzt nicht zu verbocken oder um abzubrechen, nehme ich eine Kollegin mit. Dann werde ich ein Auto auftanken und dann werde ich dahin flitzen. Sonst überlebe ich diese Strecke hier sicher nicht. I'm listening. You be careful out there. Ja, du bist zu müde. So, wo ist Meg? Meg war bis jetzt immer im Garten. Okay, aber es ist recht früh. Wahrscheinlich schläft sie noch. Na, wo ist sie? Da ist sie. Always glad to see you. Can you spare a few minutes to help out? I'll be right behind you. So. Jetzt holen wir noch einen Benzinkanister. Und fahren. Das Auto abholen, was wir eigentlich am Anfang hätten abholen sollen. Watch all directions. I got nothing left. So. Gut gemacht, Mädels. Gut, steig ein.
und... Achso, hoppala. Ich hab den Sitzplatz gewechselt. You haven't forgotten what we talked about, right? If anyone's listening, maybe you could give me a hand? Helfen wir dem kurz? Nein, 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 sonst verliere ich nur die aktuelle Mission. So. Morgan's Landing. Viel zu plündern. Eine ganze Menge. Aha, ein fahrbarer Untersatz, ein roter Pickup, das ist schon mal gut. Falls ich dieses Auto schrotten sollte, weiß ich jetzt, wo ich den wieder finde. Können wir hierher oder bin ich zu früh? Oh ja, ich bin zu früh abgeholt. So. Ach du Scheiße, das sind aber viele. Das riskiere ich lieber nicht. Da fahren wir auf chillig durch. Haha. Schatz. Not everyone appreciates having someone around who likes to plan things. My little sister, for instance. We'd get into huge fights over the crazy whims she acted on. We weren't even talking to each other when things went... Oh, shoot! My skin is crawling. Must be a plague heart nearby. Yeah, hi. You can come in, but you damn well better be on your best behavior. Okay, das scheint eine sichere Gegend zu sein. Kommt man anscheinend nicht so leicht hinein. Oh.
That won't work. Halt's Maul. Oh, now where was I? We'd get into huge fights over the crazy whim she acted on. We weren't even talking to each other when things went bad. Cool, ich könnte. No fucking way. Okay. Oder konfrontiere Flore. You having a good one? So. Die wollen ihre Waffen nicht hergeben. When I leave base, und haben anscheinend mehr als sie brauchen. Ich soll jetzt nach Hause gehen. Oder ich könnte jetzt Stress machen. Wie viele sind's denn? Derry? Flores? Wo ist meine Begleitung? Mac, da ist sie ja. Da ist sie ja. So. Verstehst du es nicht? Wir haben die Waffen. Entweder bezahlst du den Preis oder du gehst mit leeren Händen nach Hause. Ich nehme die Waffen jetzt an mich. Ob du atmest, wenn ich es tue, ist deine Entscheidung. Wollen wir hier einen Krieg riskieren? Ja. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann ist es Egoismus. Okay, time to die! Fick dich, stirb! And they're not friendly. Oh! Hey! Careful! Wish I could say I was surprised. Hey, hey, let's think about this. Oh, so okay. Is killing people a regular thing now? I'm just wondering. Mach jetzt bloß keine Faxen. Oh Mann, das war ein heftiger Kampf. Die hat mich echt mit der... Was hatte die? Eine Pumpgun? Die hat mich voll erwischt. Lass mich gehen und ich mache den Preis für die Waffen. Lass fallen, was du hast und verschwinde von dir. Du hast dein Bett gemacht, jetzt stirb darin. Richten wir Derry hin? Nein, wir lassen sie am Leben. Wir sind gnädig. Saw what you did there. Thanks. We now have more weapons and fewer enemies. This is the road to peace. So. So. Gut, nochmal gut gegangen. Hey, cool, ne Vektor. Nehmen, nehmen, nehmen. Ja. Ein guter Fund. Nice. So, das tragen wir gleich ins Auto. This is a load and a half.
Haben wir hier alles? Sind das die, die ich platt gemacht habe? Ja. Oh ja. Now where am I gonna put that? Oh ja. Die haben so einiges an Material. No room for that. Aber ich habe keinen Platz mehr. Now where am I gonna put that? Das ist. Dann legen wir das weg und das. Den Rucksack braucht auch keiner. Aber ich nehme gerne. This is a load and a half. Die Bowie-Machete, die Granate. No room for that. No room for that. Und ich habe keinen Platz mehr. Ja, dann werden wir hier. Ich will davon nichts weggeben. Egal. Aber ich kann das nicht irgendwie ins Einzelne da rein tun. Doch! Kann ich! Ja, geil. Das ist nice, Leute. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Die Waffen irgendwie ins Auto. Nope, nothing in here. Ha! Jetzt habe ich hier doch alles abnehmen können. So, und ich glaube, das reicht einmal, weil ich kann nichts mehr. Kofferraum, Auto, was Auto? Achso. Kann sie etwa fahren? I had this aunt who lives somewhere around here and fancied herself a survivalist. I wonder if she made it this long. Let's not go near that plague zombie over there. Oh, hoppala. Verbrauche ich weniger, wenn ich nicht so wild fahre? Das würde mich interessieren. Oder verbrauche ich mehr, wenn ich jetzt voll aufs Gas drücke? Okay. Hat sich, ist was zurückgegangen. Jetzt versuchen wir eine Spur langsamer zu fahren. Ich will sehen, ob sich das ungefähr gleich. Ja. Ja, ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob man schnell oder langsam fährt. Ich hoffe, ich fahre überhaupt. Ja, der Straße voll. Wie gesagt, ich möchte zuerst einen gewissen Medizin- und Lebensmittelvorrat gewährleisten können, bevor ich mich da weiter hinaus wage. Das Auto darf nicht liegen bleiben, weil ich habe da wertvolle Fracht im Kofferraum. The horde is heading over. Da
kleine. Der Tank müsste sich knapp ausgehen. Wobei, jetzt könnte ich gleich hier einen Teil verladen. I don't know why we couldn't be better neighbors, but it doesn't matter now. We're leaving. Medikamente wären cool. Ich überlege, einen Außenposten hier zu errichten. Aber es ist sonst nichts anderes hier in der Nähe, was mir irgendwie medizinisch weiterhelfen würde. Ich denke, wir werden den Außenposten hier beanspruchen. The work's done. Our new outpost is ready anytime. So, was ist los? Hello out there. Can anyone help me? Meg ist verletzt. Hey, da ist die Mission, wo ich dachte, dass die abgebrochen ist. Okay, doch nicht. Cool. Das heißt, wenn du sie nicht gleich verfolgst, kommt sie einige Zeit wieder. Entschuldigung, einige Zeit später wieder. Cool. Das werde ich dann auch machen, sobald Matt ausgeruht ist. Meg, was ist mit dir, Meg? Sie ist verwundet. Gut, dann werden wir sie nach Hause bringen. Aber vorher gucken wir noch mal hier. This place makes me really uncomfortable. Oh, geil. That's a pile of grade A horse shit right there. I don't know what I did to deserve this kind of treatment. Wo fehlt denn hier noch was? Ich sehe es nicht. Okay, vielleicht im nächsten Laden. Vielleicht ist das ja. Ich glaube, das gehört alles irgendwie zusammen. Segel. Dieses große Gebäude hier. Sure is quiet in here. Hier habe ich doch schon alles geplündert.
hier war ich doch auch schon, soweit ich weiß. Es muss das Gebäude rechts von mir sein. Da fehlt was. Da fehlt was. Better give it one more hit. Walk softly. Got a few of them around us. Roll together, baby. I can't keep this up. Mehr als ich dachte. So, hier hinten war das also zum Holen. Vielleicht ist ja... Ich habe fast alles geplündert. Irgendwas fehlt noch. Ja. If that feral sees me, I'll have to move quickly. I'm listening. Anyone listening? We've got goods to trade.
Goose egg. All done here. Hallo? Nice. Lauren ist stabil, mit Lauren spiele ich gerne, muss ich sagen. Sie hält doch lange aus, sie wird nicht müde. No room for that. Oh nein. Lötstation. Okay. Das kann ich also nicht mitnehmen. Gut. Das macht nichts. Ich würde sagen, wir beenden hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.